Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. So Leute, was haben wir heute für einen Tag? Ich weiß es nicht. Donnerstag. Ist ja für mich ist ja immer wenn ihr das hört, ist ja Donnerstag, weil dann die neue Folge rauskommt. Also für mich ist quasi 365 Tage im Jahr immer Donnerstag. Es gibt keinen anderen Tag mehr für mich. Ich warte quasi schon ein Jahr lang auf den Freitag, dass für mich endlich Wochenende ist. Das ist natürlich auch der Nachteil, dass immer Donnerstag ist. Es ist nie frei. So, wie lange haben wir noch bis Ferien in Berlin? Ich fieber dem richtig entgegen. Ich fieber diesen Sommerferien immer so richtig, so wie damals noch entgegen, als ich selber noch 12, 13 war. Also, dass ich wirklich meinen Kindern gesagt habe, komm, wir machen mal so eine Strichliste wie damals, wo ich mit einem Edding an eine Tapete mal ein Kreuz gemacht habe für jeden Tag, dass man auch ausrechnet netto und brutto. Ne? Du hast ja nicht 365 Tage im Jahr Schule, sondern Wochenende abziehen, die ganzen Ferien abziehen. Und wie gesagt, ich glaube, am 13. Juli ist dann Feierabend und ich fieber diesem Tag sehr entgegen, weil mich das nervt. Da muss man nicht mehr früh aufstehen. Jeder kann machen, was er will und ich habe ja dann endgültig auch, dann habe ich ja richtig frei, ich habe ja richtig Urlaub. Also ich trete nicht mehr live auf, ich bin nur noch frei, Privatier. Ich mache eigentlich nur noch den Podcast und da müssen wir auch mal zusehen, wie wir das hinkriegen, dass die GästInnen jetzt alle zu mir demnächst nach Hause kommen, dass ich einfach will nur noch im Bett liegen und dann soll einer reinkommen und ich sagte, das ist eine Überraschung, dass sie jetzt hier mich besuchen. So, also, warm, es ist schön warm, da haben wir Glück gehabt diesen Sommer, ist auch schön, jetzt kann man wieder meckern, weißt du, jetzt kann man wieder meckern, Mann, es ist heiß, richtig heiß, so, jetzt kann man wieder so lange meckern, bis es Winter wird, dass man wieder sagt, es ist kalt, es ist richtig kalt. So, wir haben alle Flipflops an heute vom Team und kurze Hosen. Wir haben heute alle diese Tom Selleck Hotpants an, diese weißen. Also wir haben alle weiße Hotpants an, Flipflops und ein Hawaii-Hemd. Das ist richtig geil. Und so einen Pornobalken haben wir uns stehen lassen, weil ja, es ist Summer, Leute. So, nochmal Atemübung machen, nochmal tief einatmen. Damit man nicht so verkrampft ist. Atmen ist wichtig. Ich persönlich atme täglich. So, also, warte mal, ich muss jetzt mal hier mein Atemgerät ausmachen. Wieder in die Atemgerätbox machen, dass das Atemgerät wieder auflädt für den nächsten Schuss. So, habe ich die Uhr gedrückt? Achso, ich sehe übrigens schon das Getränk. Also, es sieht aus wie ein Weizenbier. Also, es ist, wie spät haben wir es jetzt? Es ist 3:15. Die Gästin pfeift sich jetzt ein Weizenbier rein. Aber das klären wir gleich, was da drin ist. Ich kann es leider nicht kosten, sonst kriegen wir einen Rückfall. Was vielleicht auch lustig wäre, für eine Stunde Podcast wäre es lustig und dann halt 3 Monate Pause, Feelingspause, weil ich dann in der Betty Ford Klinik in Pritzwalk bin. So, egal. Kennt ihr das? Ihr habt eine Maske auf dem Kopf, eine Schlafmaske und sucht die Schlafmaske im Raum. Das ist jetzt gerade bei mir passiert. Jetzt habe ich auch, ich habe jetzt angefasst, die ist auf der Stirn und dann habe ich gleich noch meine Brille, damit ich die nicht suche. Also ich bin richtig top. Heute wird richtig gut. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer, Felix. Merkst du, wie ich die Ruhe weg habe heute? Ich lasse das voll ausdudeln. Hallo! Hey, na? Frau Landrut. Fast. Landgut. Maya Landrut. Maya Landrut. Ja. Lena. Was machen wir denn? Lena Maya Landrut. Was habe ich denn gesagt? Frau Landrut. Ach so. Ach, Maya Landrut. Entschuldigen Sie bitte. Was für ein Einstieg. Du trinkst Weizenbier um 3:15? Was nee, ist das? Das ist ein alkoholfreies Radler. Weil ich mich so sommerlich fühle. Ach so. Und weil ich das so lieb, aber nicht besoffen sein will. Ist da nicht auch Alk drin beim Radler?
Naja, es gibt's auch in alkoholfrei. So wie ja, herzlich willkommen. Ja, danke. Hast du ein Geschenk bei? Ja, so direkt, ja? Ja, gleich. Was ich habe, habe ich. Ich habe ein Geschenk. Wie, das passt in die Hosentasche bei dir? Ja, man darf ja nichts Teures. Doch. Man kann einfach mal ein bisschen Anarchie walten lassen und einfach mal sagen, hier, 1000 Euro. Nee, ich halte mich an Regeln. Ich bin ein richtiges Regelgirl. Ich habe dir ein Palo Santo mitgebracht. Ein Palo Santo? Mhm. Und ich bin richtig froh. Ein Holzstück? Ja, genau. Das ist ein Holzstück und das ist sozusagen, man verbrennt das gegen schlechte Energien oder generell gegen Energien. Ach so, so wie so ein, habe ich auch zu Hause, so ein, das räuchert denn so? Genau, man räuchert quasi, also ich nehme das überall hin mit, wo ich hingehe. Ja. Macht man über irgendwo so einen kleinen Fensterspalt auf, damit die Energien entweichen können. Und wenn man zum Beispiel in ein Hotelzimmer geht, dann ist es wie so ein Ankunftsritual, dass man einmal so durchs Zimmer geht und denkt so, ja, jetzt bin ich hier. Ach so, ich rauchte nochmal Heats. Ja, genau, deswegen bin ich froh, dass ich es dabei habe. Das geht dann auch durch den Schlitz unten durch und dann weiß auch der Nachbar, ich glaube, der ist angekommen gerade. Weil Kulmer. Hier stinkt es nämlich nach Pups. Ach so, naja, wegen Heats. Ja, genau, deswegen bin ich froh, dass ich das Ding dabei habe. Ach so, du zündest jetzt mein Geschenk an, ja? Ja, ich zeig dir, wie das geht, lieber Kurt, damit du auch weißt, was also du zu tun Landrut, und zu lassen Frau Meier Landrut macht jetzt gerade Feuer. Pass mal auf, so. Haben wir einen Rauchmelder? Jetzt brennt das. Na, du hast doch hier eben geheatet. Und jetzt kann man hier, warte mal, ich entferne mal den Kopfhörer. Das auch. Ah, okay, jetzt merke ich's. Jetzt merke ich's. Okay. Aber sag mal, mach ich das jetzt falsch? Ich nehme Palo Santo Holzschimmer. Danke, mit dem Feuerzeug auf. Was ist wertvoller? Das Feuerzeug, wa? Ich mache mit Palo Santo, heißt es Palo Santo? Palo Santo. Palo Santo. Ja. Mit dem Palo Santo Holz mache ich immer dieses andere Zeugs an. Das ist so. Salbei. Salbei. Ja. Ist das so? Das ist so gebunden? Ja. Das ist Salbei, aber ich finde, das riecht besser. Es ist schon streng. Achso, ich wollte es dir gerade zurückgeben. Gebe ich aber nicht. Geschenkt ist geschenkt, hat der liebe Gott gesehen, darf man nicht mehr wiedergeben. Du wirst dich noch drüber freuen. Ja. Und jetzt sind die bösen Geister sind jetzt hier weg. Na, und die alle Energien, die hier so vorher drin waren. Wir fangen sozusagen neutral an. Ist das nicht schön? Ich habe auch richtig gute Laune. Oder? Ich muss sagen, du siehst auch gut aus. Also ich habe mich gerade schon gefragt. Verändert auch das Aussehen? Ja. Was hast du denn da noch? Ein Baileys? Nee, ich habe noch ein Eis. Jetzt jemand, der kein Alkoholproblem hat, das mal kosten, was Frau Meier Landrut sich hier reinpfeift. Ein Radler und ein Baileys? Ja. Oder ist das so ein Eiskaffee-Ding? Das ist eine Eislatte mit Hafermilch auch noch. Das stimmt ja gar nichts. Das stimmt alles. Das stimmt ja gar nichts. Das stimmt einfach alles. Warte kurz, aber was ist denn echte Milch? Naja, so Kuhmilch. Kuhmilch aus Brandenburg bei mir. Hm. Ja, da habe ich jetzt wirklich einen Ekel davor. Ich habe Hafermilch, ich muss ehrlich sagen, ich habe es mal probiert. Muss ja nicht. Ich schmeck's halt aus dem Kaffee raus. Und dann denke ich so, das ist erst dachte ich, die Milch ist gekippt. Beim ersten Mal, aber das ist halt Hafermilch. Aber es kommt auch noch drauf an, welche Hafermilch man nimmt. Also es gibt auch eine gute und es gibt auch eine nicht so gute. Nenn mal die gute. Also es gibt so eine richtig ultraökige, die heißt Aito, die finde ich richtig gut. Und dann natürlich die üblichen verdächten Oatly und dann die Barista und dann so Alpro Hafer Barista. Alpro kenne ich auch. Ist schon wichtig, Barista zu nehmen, weil dann ist mehr Fett drin. Ja. Und dann schmeckt es besser. Ach, Hafermilch ist Fett oder was? Ich glaube, die machen da Öl rein oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es sozusagen eine Barista-Version, die dann so ein bisschen voller ist, weißt du, damit man auch das Gefühl hat, da ist auch. Was habe ich denn hier in meinem Kaffee drin? Normale Kuhmilch, wa? Aber ist vielleicht schon, naja, okay, aber Sojamilch, ist eigentlich trinkst du nicht Sojamilch in Ordnung. Auch? Nee, Sojamilch schmeckt mir auch nicht so und Mandelmilch schmeckt mir auch nicht so und die schmeckt mir nur, wenn die gesüßt ist und dann will ich mir nicht so viel so gesüßten Kram reinziehen und so, aber Kuhmilch finde ich schon, kann man eigentlich nicht mehr machen. Das ist eigentlich echt eklig. Weil das Tierquälerei ist oder weil das eklig schmeckt? Also mir schmeckt es eklig, weil ich die ganze Zeit den Gedanken von dieser ganzen Situation im Kopf habe, von Massentierhaltung und der armen Kuh, die eigentlich die Milch für ihr Kind gibt. Elektroschläuche da rangelegt. Das ist schon nicht schön. Okay, ja, das ist ein Aspekt. Du isst denn auch kein Fleisch, nehme ich mal an. Nee. Wirst du Veganerin? Nee, also manche Sachen, die tun mir zu dolle weh. Also ein Ei, wa? Ein Ei. Ein Spiegelei am Sonntag mit schön Petersilie drüber gestreuselt und ein bisschen Tomate und Parmesan reingestreut. Das schmeckt mir richtig lecker.
Das ist ein Ei. Geschenk habe ich schon. Das ist das erste Geschenk, was wir jetzt die ganze Zeit auch riechen können, dass das Geschenk noch da ist. Ist doch schön. Ja. Das hat übrigens die Farbe vom Tisch, auf der hier steht. Wir können ja mal den Tisch anzünden. Wir können mal einen Tisch anzünden und gucken, auf welche Geister dann gehen. Das machen wir doch. Du hast im Intro gesagt, du freust dich darauf, dass du frei hast. Und mich würde jetzt mal interessieren, was du denn so machst, wenn du frei hast. Ja, ich habe irgendwie, ich rede schon seit Jahren darüber, dass ich jetzt frei mache. Und irgendwie habe ich aber, bin ich jeden Tag 10, 15 Stunden am Arbeiten und denke dann, wo habe ich denn da frei? Aber ist es eine Krankheit, die wir haben sozusagen? Oder ist es eine, ist es... Weil ich kenne das von mir selber auch. Dass wir zu viel machen einfach. Ja. Bist du eigentlich auf Tour noch? Also im Moment, ja, im Moment nicht, aber ich gehe nächstes Jahr auf Tour. Und wie viele Termine machst du denn in einem Jahr? Nicht viele. Ich bin nicht so eine Live-Maus. Eine Live-Maus? Ich bin ja eine Live-Maus. Ja, aber gefällt es dir nicht? Mir ist es einfach, also ich finde, dass dieses Live-Tour-Geschäft bei uns ist so toxisch. Mhm. Also... du sagst, also ich gehe ja gerne auf Tour, deswegen ist es so, wie als wenn ich jetzt jeden Tag Torte essen darf. Mhm. Und dann sage ich halt, okay, dann geben Sie mir bitte 11 Stücken Schwarzwälder Kirschtorte und dann esse ich das auf und mir ist kotze übel. Mhm. So, und ich glaube, ich bin jetzt leider erst im hohen Alter so weit, dass ich weiß, na mach doch nicht zu viel, mhm. weil das sehr toxisch ist. Diese, mhm. Ja, ich gehe jetzt 80, also ich war immer so 60 bis 80 Shows habe ich pro Jahr gemacht. Mhm. Und dann sagst du halt, triffst dich mit deinem Manager und sagst, naja, lass doch 80 machen. Und mhm. das hast du ganz schnell entschieden. Mhm. Aber dieses Abarbeiten dann, das dauert lange. Und dann merkst du, boah, ich bin ja keine 15 mehr, weißt du? Ja, also ich finde auch, dass man solche Sachen nicht in einer Situation entscheiden darf. Also ich spüre das jetzt auch, je älter ich werde, ganz extrem, dass ich... zum Beispiel, wenn ich in der Arbeitssituation bin, wo mir das viel Spaß macht und wo ich so auf Adrenalin und auf Hype bin, dann, und wenn ich dann so mit meinem Arbeitsteam spreche, dann bin ich so, ja klar, ja, wir machen das und wir machen das und wir machen das und das machen wir auch. Genau, und irgendeiner schreibt dann mit und bucht das alles, tütet das ein und dann rufen sich an und sagen, Lena, morgen fangen dann die 80 Shows an, wo du ja dazwischen keinen Tag frei hast. Und, und am Samstag hast du eine Doppelshow. Ja, du hast es auch selber gesagt. Und dann denke ich so, ja, aber irgendwie brauche ich irgendeinen Mechanismus, der mich vor mir selber schützt. Oder? Ja, oder dass du einen hast im Team, der sagt, ist das nicht ein bisschen Fülle? Das stimmt. Weißt du? Ja. Und das bin ich jetzt selber, dass ich jetzt, also jetzt total streng bin zu mir selber und sage, erstmal pass mal auf, machst du gar keine Auftritte mehr. Mhm. Und dann machst du erstmal einen Urlaub. Mein Urlaub. Und der fängt jetzt am 13. Juli. Also verstehst du, ich bin noch gar nicht in der Phase drin, wo ich gemerkt habe, wie das ist. Wo machst du Urlaub? Na, erstmal zu Hause. Und herrlich. Dann fahre ich weg. Toll. Und dann habe ich ja Sommerferien bis Weihnachten quasi. Oh. So. Und dann weiß ich ja für nächstes Jahr immer noch nicht, was denn kommt. Also der Podcast geht halt immer weiter. Ja, es wird schon was kommen. Es wird schon was kommen, aber ich muss ja erstmal in die Phase reinkommen, dass ich, also es ist jetzt absolutes Luxusproblem, ich schäme mich auch ein bisschen, aber wie das ist, wenn man sich 3 Monate mal langweilt. Nee, du wirst dich erstens... Ob man dann irgendwelchen Leuten auf den Sack geht und sagt, ey, kannst du bitte, Lena, kann ich bei dir auftreten im Vorprogramm oder im Foyer? Nein. Ich hab Entzug. Nee, kann ich bitte eine Viertelstunde irgendwo bei dir auftreten? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, weißt du, wie es sein wird? Erstmal, du wirst es ein bisschen genießen, vielleicht wird es dann so ein oder zwei Löcher geben. Aber ich finde, wenn man frei hat und wenn man sich drauf einlässt... dann kriegt man auch gute Ideen. Ja, das sowieso. Und dann, du wirst schon Sachen machen. Also so. Langeweile wird jetzt nicht entstehen. Nee. Ich hab nur das Gefühl, dass es so einen Entzug gibt, dass ich jetzt hier, weiß ich nicht, ein Jahr darüber spreche, ich mache Pause und dann habe ich 2 Tage Pause und denke, schlechte Entscheidung gewesen. Ja, das wird bei mir nicht passieren. Aber hast du Langeweile? Nee. Weil ich hab das, also ich hätte gerne, ist jetzt kein Scherz, ich hätte gerne mal Langeweile. Mal eine Woche Langeweile, wo man wirklich stinkig wird und sagt, ich kann nicht mehr, das nervt mich, ist ja so langweilig. Ich hab so ein langweiliges Leben hier. Hier rufen nur Langweiler an, kommen auch nur Langweiler zu Besuch. Nee. Alles langweilig. Aber ich habe auch keine Langeweile, wenn ich frei habe. Ja, also an Langeweile werde ich nicht sterben. Ich auch nicht, safe nicht. Ich werde, glaube ich, wie so diese Rentner, weißt du? Ich habe meine Oma zum Beispiel, als sie auf Rente gegangen ist, habe ich die nie wieder gesehen. Mhm. Davor ist die Arbeit nie gewesen, da war das verlässlich. Aber als die auf Rente war, hat die 80 Termine gehabt. Und weg. Na, geh mal, Fahrt, Oma, können wir uns treffen? Naja, jetzt heute doch nicht, heute ist Montag. Na klar. Weißt du? Ja, und dann ist sie zum Bingo. Ja, genau. Ja, ist doch geil. Meinst du, macht ihr denn auch? Ist doch geil, immer irgendwelche Bingo. Projekte suchen. Kommst du zu meinem Bingo-Abend? Ich mache den Bingo-Abend. 1 Milliarde %. Ich liebe Bingo. Ja? Ja. So richtig so eine Live-Bingo-Veranstaltung, doch, wo einer vorne ist und diese Waschmaschinenrolle da dreht? Wirklich, das finde ich so toll.
Das sind, ich würde, ja. Muss man sich Sorgen machen? Nee. Bingo ist okay. Also ich, Bingo ist okay. Ich weiß, ich glaube, harmloser als Bingo nicht geht jetzt nicht. Bitte anrufen, die ist beim Bingo. Ach so, nee, ich kann nicht. Lena ist wieder beim Bingo. Nee. Du weißt, wie sie ist, wenn sie beim Bingo ist. Ruf mich an. Und ich habe, also du bist ja Sängerin von Beruf. Ja, Eurovision Song Contest Gewinnerin. Mhm. Wann war das nochmal? Vor 10 Jahren? Ja, vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren? Ja. Und da hast du gewonnen. Ja. Und wie guckst du jetzt auf den Eurovision Song Contest? Guckst du dir die das mal an und freust dich denn, wenn Deutschland verliert? Und dass sie dich nicht nochmal gefragt haben? Also es gab tatsächlich... Entschuldigung. Darf man zweimal hingehen? Ja, klar. Du noch mal? Ja, ich war warum machst zweimal du denn nicht da. Jedes Jahr? Ich war zweimal da. Ja? Ach so, ja. Stimmt. Ich war sozusagen back-to-back da. Ich war, ich habe gewonnen und dann war ich in Düsseldorf nochmal da und habe den 10. Platz gemacht. Okay. Der 10. Platz immer noch besser als der letzte Platz war. Oder? Dieses Jahr war tatsächlich jemand da und zwar die Lorraine, die schon mal gewonnen hatte und die hat wieder gewonnen. Also ich glaube, die hat gerade jetzt zum 2. oder zum 3. Mal den ESC gewonnen. Ja, ich gucke das auf jeden Fall, weil das ja irgendwie so zu mir dazugehört, zu meiner Geschichte. Aber nochmal da jetzt mitmachen, ist mir jetzt im Moment nichts. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit für, bis ich da wieder angekommen bin. Ja, bis du das endgültig sagst, nein, da geht nie wieder hin. Jetzt ist noch so, naja, ich überlege vielleicht noch, aber dann. Ja, so sag niemals nie mäßig. Aber einmal ist doch gut, wenn du hast einmal gewonnen, ist ja doch geil. Und es gab tatsächlich die ersten Jahre. Das kann ja keiner. Wenn du jetzt jedes Jahr mitmachen würdest, stell mal vor. Ja, schwierig. Und dann ist das wieder 10. Platz oder 11., 12. Auch nicht geil. So, ach Gott, Lena, das war so toll damals. Lass es doch aber einfach, jetzt, würde man denken. Ja, also... Lass es dabei, dass du gewonnen hast. Ist doch geil. Und meine Oma hat tatsächlich in den ersten Jahren nach dem ESC hat sie gesagt, wenn Deutschland so 20. Platz geworden ist, hat sie gesagt, aber Lena, ja. Also, man mag es ja nicht sagen, aber es ist eigentlich nicht gut. Das ist, dann bist du länger jetzt die Gewinnerin. Nein, aber wir immer wieder über Lena reden. Ja, Lena wäre das nicht passiert damals. So. Die war natürlich auf Platz 1. Ja, klar. Bei Lena war das alles ganz anders. Wie so eine Ex-Freundin, weißt du, wenn man sagt, ja, also meine Ex-Freundin, die hätte das ganz anders, die hätte den Kaffee ganz anders gemacht. Naja, egal. So sieht's aus. Ja, und Japan, bist du Megastar. Das hast du mitgekriegt. Ja, ich hab das irgendwo aufgeschnappt. Ja, das irgendwo stimmt ist, sind die aufgrund eines Liedes komplett durchgedreht. Ja, das war so eine TikTok-Welle. Und dann sind wir nach Japan geflogen und dann war es irgendwie, dann hatten wir so einen Moment für 3 Wochen und dann. Ja. Sind die durchgedreht denn in der Stadt? Nee. Haben die dich nicht erkannt? Ich glaube, es war eher der Song, der bekannt war. Ach so. Als ich. Ich hatte halt so Interviews und so mit so Japanern. Es war schon witzig und war schon irgendwie interessant, das auch so zu sehen und zu spüren, so eine komplett andere Kultur. Auch so im Berufskontext, aber dann war es auch wieder vorbei. Ja. Das ist so ein bisschen internetmäßig. Aber geil, oder? Man fliegt in ein anderes Land, die drehen komplett durch und dann fährt man wieder nach Hause. Herrlich. Und tschüss. Toll. Die drehen schon anders durch als in Deutschland, oder? Ist schon anders, ja. Ja. Auf jeden Fall so Fankult-mäßig. Aber dazu ist es jetzt bei mir nicht gekommen. Ich bin auch so ein bisschen entspannt bei solchen Sachen. Ich bin nicht so jemand, der das dann so arg pusht. Also ich hätte ja auch sagen können, okay, ich bleibe jetzt für ein halbes Jahr in Japan und gebe jetzt hier voll Gas, damit das hier jetzt auch durch die Decke geht. Ja. Aber ich bin so ein bisschen wie so ein, also ich arbeite natürlich für die Sachen und auch ganz schön viel, aber ich bin auch so ein bisschen so ein Universumsgirl. Ich denke so, ja, wenn's soll, dann wird's. Ja. Ach so, dass das alles vorbestimmt ist? Nö, nicht. Das da ist vorbestimmt. Irgendeiner. Nee, aber so eher. Der hat ein Notebook. Und man ist dann so, nee, eher so, man ist, es klappt, wenn man zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Und es hat auch irgendwie so ganz viel mit Glück zu tun und mit so, mit Sachen, die wir überhaupt nicht checken. Und so, weißt du. Aber ich, also bei dem Japan-Ding hätte ich auch so gemacht. Hätte ich gedacht, okay, dann gehe ich da jetzt hin, 3 Wochen, lass mich abfeiern, dann fahre ich wieder nach Hause. Ja, ist doch geil. Also hätte ich wollte nur keinen sagen, Bock, wenn die sagt, da bleiben sie doch 30 Jahre. Ja, ich so, bin jetzt halt nicht so jemand, der so gedacht, auf Krampf da so, weißt du. Nö. Weil das war ja wie geschenkt, ne, für dich eigentlich. Genau, war du einfach. Du hast ein Lied gemacht und dann. Hast du gewartet, da hast du einen Anruf gekriegt und da hat einer gesagt, die Japaner drehen durch, wir müssen dahin. Ja, wir haben 500 Millionen Views. Ja, krass. Ja. Auf den Song. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Abrechnung davon bekommen. Ach so. Also ich glaube nicht, dass das jetzt großartig was für mich gebracht hat. So, also ich sag mal auf der finanziellen Ebene. Jetzt kommt der unangenehme Teil, jetzt musst du Japan Rechnung stellen.
Nee, ich hätte gerne ein bisschen Cash dafür, dass mein Song sozusagen so bekannt ist. Mhm. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, leider. Weil das einfach auf TikTok viral gegangen ist. Du hast 3 Wochen Fame. Ja. 3 Wochen TikTok. TikTok habe ich, sage ich mir auch immer, ich bin auch irgendwie bei TikTok immer, da sind so Videos, die werden dann gezeigt und dann sagen die einen, die musst du alle verklagen, die musst du zerstören, die müssen weg. Und die anderen sagen, na mach doch, ist doch Werbung. Aber was denn verklagen? Naja, es gibt doch viele Leute, die dann sagen, ich benutze jetzt ein Bild von dir und dann verklagst du mich, weil ich das von meiner Seite runternehmen muss. Und dann würde ich ja denken, dann muss ich ja 2000 Anwälte beauftragen, die jeden Tag YouTube gucken. Alles. Ja, dann wirst du ja nie, also dann kannst du ja nichts anderes mehr machen. Außer nee, natürlich nicht. Deswegen denke ich doch, mach doch. Hauptsache, der Name ist richtig geschrieben und da ist so geschnitten auf Gag quasi. Hm, und dann beste Werbung. Weißt du, der Japan-Effekt bei TikTok. Klar, wer kennt ihn nicht? Ja. Der Japan-Effekt. Ich will auch jetzt nach Japan. Was hast du gesungen? Kann ich dein Lied? Life was a beach. Schenkst du mir dein Lied, dann singe ich das nochmal ein und dann... Also warte ich auf den Anruf aus Japan. Ja, ich kann es dir nicht schenken, weil ich halte nicht alle Rechte selber da dran, aber klar. Wieso? Wie machst du denn das? Plattenfirma. Bei der Plattenfirma sagst du, gib mir ganz viel Cash und ihr habt die Rechte? Ja. Ja? Ja. Ist das noch zeitgemäß so eine Plattenfirma? Wo bist du? Bei Universal bestimmt. Bei Universal, ja. Ja, ich auch. Nee, ich bin ein Ex-Mitarbeiter. Mein Vertrag ist ausgelaufen. Die drei Projekte habe ich gemacht, jetzt bin ich raus. Na, ist doch auch Hat gut. mich auch nie wieder einen angerufen. Komisch. Ist das denn ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Gut, ob es gute Zeiten oder schlechte Zeiten sind. Zeichen. Zeichen. Kommt drauf an, wie du es wertest, ne? Ich würde mal sagen, da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Das kannst du dir abschminken, meine Comedy-Programme in Zukunft singen. Vielleicht soll ich ein Musical rausbringen. Ja, auch gut. Ich weiß nicht, ob das zeitgemäß ist. Ich weiß überhaupt nicht, was zeitgemäß ist. Gerade Musikbranche ist für mich wie so eine Matheformel. Man steht davor wie damals in der Schule und sagt dann halt, okay, dann krieg ich halt wieder die 5. Ja. Genau. So. Es ist richtig, ich habe das Gefühl, es ist random, es ist völlig überfordernd, so wie gefühlt alles gerade. Es ist nicht zu verstehen, es ist nicht nachzuvollziehen, es ist nicht vorhersehbar. Es gibt keine Struktur, es gibt keine Schablonen, wo man sagen kann, hier. Ja, also wenn man es negativ sagen würde, dann würde man sagen Schablone, aber es gibt auch keine Struktur oder keine Guideline oder es gibt keine Regeln, es gibt keine Richtungen. Wenn du jetzt einen Song schreibst, so wenn du sagst, es hier Block Papier raus, ich habe jetzt eine Idee, wie gehst du da denn ran? Sind das erlebte Geschichten? Konstruierst du das? Immer unterschiedlich. Sagst du, jetzt müsste ich mal wieder einen Love-Song machen und dann... Habe ich überhaupt keinen Bock drauf, aber Love Song wäre jetzt wieder dran. Nee. Ich mache dann, also meistens sitze ich mit Produzenten und noch Leuten zusammen, die auch Songwriter sind. Ja. Und dann entweder man hat vorher ein Thema, was einen beschäftigt, oder wir sitzen im Raum und jemand spielt was am Klavier und dann hat man das Gefühl, oh, da passt jetzt aber hier der Song dazu. Hier, guck mal, das ist doch ein Thema. Das geht im Bauch rein. Und wenn du dann fertig bist, wenn du jetzt einen Song machst, macht man heute eigentlich noch Platten im Sinne von, ich bringe eine Platte raus, da sind 18 Lieder drauf, oder macht man heute einfach Songs? Genau, sagt, das ist sozusagen Thema. Ein Song und bei das Spotify ich, hochladen. Das meine ich mit diesen Richtlinien oder Regeln oder Guidelines oder sozusagen, ich habe das Gefühl, es ist alles scheißegal und keiner weiß mehr was. Ich weiß auch nicht, wer irgendwas hört. Gefühlt gibt es irgendwie keine Zielgruppen mehr, weil man es nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, man kann Alben machen. Ich weiß nicht, ob Alben wichtig sind. Ich glaube, es sind Songs, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, für jeden Künstler funktioniert es gibt so viele verschiedene Wege und für den einen Künstler funktioniert nicht der gleiche Weg wie für den anderen Künstler. Und es gibt so Leute, die veröffentlichen so alle 2-3 Wochen irgendwas. Ja, oder auch 2-3 Mal am Tag. Genau, und dann ist es so egal und irgendein Song geht dann halt durch die Decke, auch wenn das bekannte Leute sind, die bei Spotify in den Top 50 sind oder was weiß ich. Und dann ist es so egal und dann irgendwann veröffentlichen die was und dann geht es ab und dann kriegt es irgendwie Streams und so. Und
Ich habe zum Beispiel bei mir das Gefühl, wenn ich was veröffentlichen würde und das würde nicht funktionieren, dann wäre es ein Flop und dann würde es nochmal anders bewertet werden als Leute, die nur im Internet stattfinden oder... Das muss dann schon durch die Decke gehen, wa? Sonst sagen alle, oh Lena, wir müssen einen Song machen. Ja, der Song, das hat jetzt nur 1 Milliarde Klicks. Das war's. Es geht jetzt bergab. Das war's. So. She's over. Unangenehm, weil, also ich bin ja kein Musiker, aber ich komme aus der Zeit, wo man sich dann Platten gekauft hat oder CDs halt. Schön. Da waren dann immer 18 Lieder drauf. Manchmal vielleicht auch nur 12 oder so. Aber heute glaube ich auch, das ist jetzt kein Bashing gegen junge Leute, aber die Aufnahmespanne reicht dann halt nur für 2,30. Nee, und dann aber hört man einen Song 1000 Mal. Ja. Aber das jetzt, also bei mir zu Hause zum Beispiel, irgendein Kind eine Platte hört von Anfang bis zum Ende, habe ich aber auch nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Machst du nicht mehr, ne? Jetzt, wo ich gerade andere Leute fertig machen wollte, fällt mir ein, dass ich auch nicht mehr Künstler XY habe. Da drücke ich dann auf Play und dann höre ich mir die ganze Platte an. Ja, mach doch mal wieder. Ja. Das ist schön. Wen höre ich? Weiß ich nicht. Also, wen hörst du? Ich bin immer auf Tipps. Ja, aber so geschmacksmäßig, wo bist grade, du da? Wie heißt der? Paul Simon an zum Beispiel. Das wäre jetzt das so. Ist doch schön. Wie heißt das? Graceland. Das wäre jetzt so eine Platte, wo ich denke, damit könnte man mal wieder anfangen, sich das anzuhören. Ja, das ist herrlich, aber auch das geht Simon und Garfunkel-Album Bridge Over Troubled Water ist auch super schön. Aber generell. Alles, was halt schon so 80 Jahre alt ist. So, ist weißt so. Du, so meine Jugend halt. Aber es ist so. Ich höre auch am meisten die Platten. Ja? Ja, klar. Die älteren? Ja. 60er Jahre? Ja, 60er, 70er. Ich bin ein großer Fleetwood Mac-Fan. Ja. Natürlich Rumors läuft bei mir hoch und runter und so. Aber zum Thema Aufmerksamkeitsspanne glaube ich, dass es auf jeden Fall natürlich so ist, dass man als junger Mensch gar nicht mehr so eine dolle Aufmerksamkeit und Ruhe auch hat vielleicht, da, sowas zu konsumieren. Aber ich weiß gar nicht, ob das an der Musik liegt, sondern ich glaube, es liegt einfach generell an allem. Wir werden von allen Seiten so vollgeballert mit Informationen. Gehen. Also jetzt so eine Platte wie die Doors irgendwie, wo du dann Light My Fire hast mit einem Intro von 15 Minuten und dann geht der Song erst los, glaube ich, ist heute nicht mehr machbar. Was? Auch jetzt so Spotify-technisch oder auch Radio. Geht ja auch nicht. Ja. Also ich habe mal gehört, dass wenn ihr Musik machen müsst, also ihr müsst eigentlich sofort in den Refrain kommen. Also 2, 3 Takte und dann ab dafür. Zack. Jetzt kein langes Vorspiel mehr von einer Minute. Schade. Weißt du? Bin, eigentlich finde ich Vorspiel gut. Ja. Bei Musik auch. Bei Musik auch. Ja. Mhm. Also ich versuche auf jeden Fall so ein bisschen dagegen zu steuern, keine Ahnung, Songs zu veröffentlichen und so ein bisschen beim alten Modell zu bleiben und so Songs zu veröffentlichen. So Proben macht, Radio? Ja. Genau. Schön NDR, weiß ich, 4 vielleicht ist das der Sonntag, wo man dann auch so Promo macht beim Radio. Radio Jazz, so Hamburgwelle. Ich habe früher, als ich, was war das für eine Sendung, die Late Night Show, da habe ich zum Schluss immer Musiker gehabt. Ja. Und dann haben immer alle gesagt, Musik musst du zum Schluss machen, dann zieht die Quote runter. Ja, und dann dachte ich immer so, ab. Ist doch scheiße. Ja. Also man darf jetzt nicht Musik am Anfang setzen oder in der Mitte, sondern zum Schluss. Und dann dachte ich so, also meine Show war jetzt nicht so wichtig, aber gibt es denn noch Sendungen im Fernsehen, wo du sagst, da geh ich denn hin, um zu promoten? Also früher gab es denn so Wetten, das oder so, wo du wusstest als Musiker, danach glüht's dann. Mhm. Nee. Wahre Liebe damals mit Jürgen von der Lippe, als der für einen Song, der 1,30 war, eine Anmut gemacht hat, die 9 Minuten ging. Mhm. Und da ging's ab beim Plattenverkauf. Nee, das gibt's nicht mehr. Also vielleicht noch im Schlagergenre, aber nicht mehr sozusagen in jedem anderen Genre. Ja. Gibt's nicht mehr. Keine Sendung würde man einen Ausschlag sehen, dass es mehr verkauft. Das ist doch dann komplett für den Arsch für euch Musiker. Ja, dann denkt man sich, warum mache ich dann überhaupt noch Promo? Ja. Aber weil es halt auch nicht mehr darum geht, dass die Leute CDs oder MP3s kaufen, sondern es geht ja sozusagen nur. MP3s, auch geil. Diese ja, klar. Wie hießen die MP3? MP3s. Player. Diese komischen, die waren so groß wie ein Feuerzeug. Ja. Und da konnte man 3 Songs drauf. Und da lief das dann so lang. Ja. Ja, das sind ja sozusagen, wenn du bei, was weiß ich, bei iTunes oder was einen Song kaufst, das sind ja quasi MP3s. Wir kennen uns ja gar nicht. Ich habe dich noch nie gesehen, noch nie. Also Talks habe ich mir angeguckt. Mhm. Du ruhst in dir. In Ordnung. Ja, nee, du bist nicht gestresst, du bist nicht. Ja, das war schon mal gut. Ich fühle mich schon ein bisschen gestresst heute. Ja? Ich habe heute. Wohnst du in Berlin? Mhm.
Ich habe mich heute schminken lassen, Haare gemacht und Klamotten und wir haben so gefittet. Immer wichtig für einen Podcast, dass man leicht schminkt ist. Du hast die Kameras hier aufgestellt. Ja, wirklich. Stimmt. Ich habe mich immer bei anderen beschwert, dass die dann immer, also ich gehe dann manchmal auch im Jogginganzug in so einen Podcast irgendwo. Ja, genau. Und dann denke ich halt, warum habt ihr Idioten jetzt da Kameras? Ich habe meine Arbeitskleidung mir selber, jetzt angezogen. Weil die Leute wollen das halt sehen, die wollen die Ausschnitte dann sehen. Viele fragen auch, können wir das ganze Video irgendwo sehen? Und dann denke ich, dann ist es ja eine Fernsehsendung. Absolut, ist richtig, mit Kopfhörern. Ich möchte das nicht, dass die das sehen. Ich möchte die Wiege, dass man im Bett liegt oder kocht, in den Keller geht, wieder hochkommt. Ja, ich persönlich hätte es auch schöner gefunden, wenn es nicht gefilmt wäre, weil das hätte mir 2,5 Stunden gespart. Du kannst ja sagen, dass wir dir einen Balken übers Gesicht machen zum Beispiel. Ja, das hätte ich vorher wissen müssen, dann hätte ich jetzt sozusagen, dann hätte ich den ganzen Aufwand nicht, aber... Aber es ist doch trotzdem, für mich ist es schön. Du hast es halt nur für mich gemacht. Ich habe es für dich, ich habe es auch für dich gemacht, das ist schön. Ja. Und ich glaube, die HörerInnen hören das auch, dass du geschminkt bist. Ja, dass ich mich sozusagen für sie... Man ist dann anders drauf. ...in Arbeitskleidung begeben habe. Und jetzt hast du Stress heute auch arbeitstechnisch gehabt heute? Nee, ich saß jetzt so in der Maske heute und dann habe ich so am Handy so Sachen beantwortet für den Krömer und gemacht. Idioten jetzt nee, hier 2,5 Stunden jetzt hier sitzen, ey, nervt mich voll. Ja, und dann habe ich so Sachen beantwortet. Irgendwie war ich heute so gestresst, weil ich heute genau das Thema nämlich hatte, was wir am Anfang besprochen haben, dass ich so dachte, boah, ich will ja arbeiten, ne? Ja. Und ich habe einen Song draußen gerade und dafür mache ich Promo und dann denke ich so, ja, ich will dafür arbeiten. Ach so, musst du den Song nochmal nennen, sonst ist das ja keine Promo hier. Ja, ist ja, also habe ich ja jetzt schon sozusagen. Und dann habe ich so gedacht, ah, oh Mann, ich will doch Promo machen und so. Und dann habe ich das so gesehen im Kalender und dachte so, oh, eigentlich ist mir das zu viel. Aber ich will auch nicht, dass mir das zu viel ist, weil das ist total cool und so. Und dann war ich in so einer Zwickmühle und dann hatte ich so ein gestresst Gefühl heute Vormittag irgendwie und hatte dann noch so 3 andere Themen auf dem Tisch mit Staatsanwalt und... Oh, das wäre natürlich auch nochmal interessant. Ja, was klar. Hast du denn verbrochen? Ja, ich habe nichts verbrochen. Mit einem Porsche mit 200 km/h durch die Einkaufsstraße in Berlin gefahren. Genau, ja. Sowas? Ja. Okay. Und habe Leute mit brennenden Zigaretten beworfen dabei. Nee, ich habe nichts verbrochen. Ich muss mich um etwas kümmern, was jemand anders verbrochen hat, leider. Und das nervt. Okay. Das kann ich nicht drüber reden. Wir werden nicht weiter drüber reden, sonst steht es in der Zeitung morgen. Ja. Ich habe jetzt gelesen im Internet. Kurt Krömer bestraft seine Kinder und bereut es danach bitter. Und dann dachte ich so, wer von meinen Kindern war bei Insta und hat die Bild informiert? es war dieser eine Auszug aus dem Podcast, dass ich wurde gefragt, ob ich Kinder bestrafe. Und dann habe ich gesagt, ich habe einmal so einen Blödsinn erzählt, räumt mal euer Zimmer auf, sonst kommt morgen der Weihnachtsmann nicht. Oh Mann. Und dachte dann, oh, hast du das gerade wirklich gesagt? Ja. Und das ist die Story. Er bestraft seine Kinder und bereut es bitter. Aber Clickbaiting-mäßig funktioniert es wahrscheinlich. Ja, da klicken wahrscheinlich dann Leute drauf. Ja, die dann ich bin richtig so. Ich hab's gewusst, dass der Kinder bestraft. Du Schwein, du weißt Schwein, du Sauder, du Dreckige. Und dann habe ich. Kennst du Helge Schneider? Woher kennst du das? Aus Köln. Ja? Ja, ich habe ja in Köln sozusagen 5 Jahre gelebt, als ich bei Stefan angefangen habe. Ja. Was hast du bei Stefan? Warst du Praktikantin? Nee, oder ich was war hast du in einer Castingshow. Der hat die Castingshow gemacht für den Eurovision Song Contest. Und krass. In der Castingshow habe ich gewonnen und dann bin ich zum Eurovision Song Contest gefahren und dann war ich 5 Jahre unter Vertrag bei Raab. Und dann hatte ich so sein Team aus Management und so. Und da war eine Verwandte von Helge Schneider und deswegen habe ich auch Helge kennengelernt. Ja, stimmt. Auch da nicht zu privat werden, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, und dann halt so auf manchen Events und so habe ich dann Helge kennengelernt. Ich bin sehr, 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 sehr großer Helge-Fan. Helge ist Beste. Genau. Er ist und dann, der Beste. Deswegen war das für mich sehr schön. Also das, nicht jetzt Teddy jetzt hier abspielende Dinge, aber Helge ist der Beste. Ich sagte das auch immer zu Teddy, aber bei Helge meine ich es wirklich ernst. Da ist es nicht gelungen. Aber bist du so ein Helge-Suchti? Also kennst du so alles oder bist du ja, eher so jemand? Ich weiß nicht, wann er seinen Durchbruch hatte. Ich glaube, das war 90 oder so, 1990, 91. Und hast du die Filme geguckt? Ja. Darf ich was essen? Du darfst alles essen. Ist alles auch umsonst. Da ist jetzt nicht so, dass du jetzt was nimmst und wir stellen eine Guck Rechnung. Mal.
Ach so, ja, ich war damals verliebt gewesen und dann hat die Frau gesagt, komm, wir gehen mal ins Kino, wir gucken uns einen Western an und ich hasse Western. Ja, wer mich kennt, weiß, ich hasse Western. Ja. Und dann dachte ich, naja, ist ja egal, wir gehen dann zum Knutschen dahin. Klar. Der Film ist dann sowieso sekundär. Natürlich. Und dann fing der Texas war das mit Helge Schneider. Perfekt. Und ich war, der hat mich reingezogen in den Film ab Sekunde 1. Und ich habe gemerkt, dass die Begleitung fand den Film dann scheiße, also zu albern irgendwie. Schlecht, direkt No-Go. Direkt sie dachte dann bestimmt auch, ist ja egal, wir können ja knutschen, aber ich wollte dann nicht mehr knutschen. Ich habe immer gesagt, komm, nee, hör mal jetzt auf. Du, jetzt du magst Helge grade. Schneider nicht? Red Flag einfach, wir können leider nicht zusammen sein. Ich war völlig entsetzt. Ich dachte, ach du Scheiße, in so einem langweiligen Western, aber ist egal, aber ich hab's geliebt, bis heute. War toll, 00 Schneider. Der hat ja sogar, kennst du Peter Alexander noch? Mhm. Peter Alexander hat Katze Klo gesungen. Mit Orchester. Wirklich? Ja. Lustig. Ich dachte erst, es ist ein Fake, dass die Stimme da raufgelegt haben. Der hat in seiner Peter Alexander Gala hat der Katze Klo gesungen. Hammer. Und er ist ja heute noch der Superstar. Aber der hat, also ich finde, Helge hat ganz schön was im positiven Sinne angerichtet in der Comedy-Szene in Deutschland. Das wurde aufgelockerter. Ja. Der Humor wurde anarchistischer. Ja. Helge habe. Habe sowieso. Den habe ich ja schon, der war ja davor schon. Megastar. Liebe ich auch. Kommt alles der eigentlich mal? Habt ihr mal Happy Kerkeling eingeladen? Könnt ihr euch mal auf die Liste schreiben. Ja, und auch mal Helge Schneider. So, wisst ihr Bescheid. Und Teddy nicht, der kommt mir nicht mehr hier rein. Ich habe den jetzt dreimal persönlich gefragt, ich habe keine Rückmeldung bekommen. Aber er ist einer der Besten. Schwein. Kommt nicht, ja? Ach, er hat auch immer viel zu tun. Ich weiß es nicht. Ich liebe ihn ja sehr. Ich liebe Teddy, liebst du auch, wa? Na klar, wer liebt ihn nicht, aber? Ey, ich kenne keinen, der jetzt sagt, oh nee, Teddy. Geht auch nicht. Geht gar nicht. Wer also ich glaube, sagt, wer Teddy nicht leiden kann, ist wirklich ein abgrundtief böser Mensch. Und da kann man eigentlich sofort die Polizei rufen und sagen, ich weiß nicht, was der Mensch getan hat, aber verhaften Sie den, der muss böse sein. Oder er ist einfach ist der ist so ein Pop-Hasser, so ein Mainstream-Hasser, so ein Nischen- Arzt-Idiot, weißt du? Aber Mainstream ist auch ein gutes Stichwort. Ist nicht alles Mainstream? Also ich komme noch aus der Zeit, wo man so Indie-Musik gehört hat und die hat man dann nicht bei WSE Karstadt oder wo wir damals waren. Da musste man in so private, kleine Platten lehnen. Da hat man dann Indie-Musik gehört oder Weltmusik hat man da kaufen können. Heute ist doch alles Mainstream. Also heute sind doch selbst... Punk, ja, aber es gibt Rocker, doch, du weißt doch, was ich meine, es gibt doch so Art-Idioten, die sich so dagegen wehren, ich weiß, irgendwas gut zu finden. Ich habe mich früher auch dagegen gewehrt, dass ich gesagt habe, ja, ist mir zu Mainstream, aber heute ist doch alles Mainstream. Selbst das, was ich jetzt hier mache, ist absoluter Mainstream. Ja. Weißt du? Sonst würde ich ja hier nicht sitzen. Nee, da würde Hinde mit hier sitzen am Klavier und lustige Lieder spielen von damals. So, hast du so recht. Sieht's aus. Also. Das würden meine Mutter zuhören und ich selber. Nee, aber ich liebe Pop. Einfach. Ich liebe Pop und Mainstream. Ich finde das total geil und mir macht das Spaß. Und ich finde, das ist auch Kultur. Das ist Kultur. Ja, ist alles Kultur. Das ist auch Kultur. Ich habe früher auch Schlager gehasst und denke jetzt so, also ich höre jetzt keinen Schlager. Du wirst mich auch niemals Schlager hören, hören. Aber ich denke dann auch, komm, mach doch. Also es ist ja, hör Schlager, geh da hin, aber nimm mich nicht mit. Ja, genau. Das denke ich auch. Oder wenn ich es im Fernsehen sehe, dann schalte ich halt weiter. Mach es halt, mein Gott. Das würde ich mir von vielen Menschen auch wünschen, dass sie einfach sagen, guck dir doch nicht irgendeine Scheißsendung an, eine halbe Stunde lang und schreibe dann im Internet, wie scheiße du das fandest, weißt du? Also ja, geh doch dann zu Arte und guck dir das Liebesverhältnis von Wanderkröten an oder so, weißt du? Ich habe neulich eine Doku. Hast du die Zeit, dass du also wirklich pass auf, eine halbe Stunde sagen, lang was neulich guckst und eine halbe Stunde das scheiße findest? Nein. Ich bin zu alt für sowas. Bei mir muss das ganz schnell, zack, harmonisch werden und schön und lustig. Nee, ich habe mir neulich eine halbe Stunde Doku über Moos angeguckt. Moos ist auch geil. Hammer. Moos ist Beste. Hammer. Haben wir das gleich geguckt? War das im Internet? Kann sein. Nee, das war, glaube ich, eine ARD-Mediathek. Da ging es um, ich baue gerade so mir ein Terrarium. Und da geht es um die Rückwand. Mhm. Und die ist aus Moos. Es gibt unendlich viele Arten von Moos, ne? Moos ist geil. Darfst du aber aus dem Wald nicht mitnehmen, weißt du, ne? Wenn du jetzt, du darfst nicht in den Wald gehen und da irgendwas mitnehmen. Und war nicht sogar also Moos heimlich. Das Erste, was es gab? Keine Ahnung, aber es ist faszinierend, weil pass du auf, nimmst so eine, du kannst aus auch dem Meer sind nämlich Algen gekommen und haben sich auf einen Stein gelegt und daraus ist dann sozusagen ist so, Moos, Natur ne? geworden. Moosalge ist verwandt.
Ja. Du kannst Moos nehmen, also natürlich kannst du aus dem Wald nehmen, darfst du ihn nicht erwischen lassen, kannst alles aus dem Wald mitnehmen. Auch Wildschweine, die die dann zu Hause braten. Du darfst dich halt nicht erwischen lassen. Würdest du nur nicht zwischen Februar und April machen, da haben die nämlich Junge und sind super aggressiv. Die ich Dinge. Weiß. Gut, ich sag's ja nur, weiß ich ja nicht. Bei mir waren welche im Garten. Oh. Mit Familie. Gefährlich, wirklich. Weil wir waren damals die Einzigen in der Straße, weil uns war das Gartentor kaputt. Mhm. Und dann sind die Familie Schwein 2 Kilometer aus dem Wald gekommen, schnurstracks zu uns. Die wussten ganz genau, nur wir sind die mit dem kaputten Tor. Und Mutti hat dann das aufgestoßen mit der Schnauze. Mhm. Und dann ist wirklich Mutter, Vater und die 6, wie heißen die Wildschweine? Frischlinge. Frischlinge. Aber wirklich, dim, 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 dim. Hardcore. An mir vorbei, ich saß da, ich habe damals noch Zigaretten geraucht, vorm Haus, und das war der erste Kontakt zu Wildschwein, wo ich dachte, was geht jetzt ab? Kommen die jetzt diese 3 Stufen, wo ich saß, hochgerannt? Richtig gefährlich. Die haben mich nur angeguckt, so von wegen, bist du für ein Idiot? Du Opfer? Mhm. Und dann sind die an mir vorbeigelaufen und sind zum Misthaufen gegangen. Ich wäre gestorben innerlich. Aber die haben sich dann voll gefressen und sind halt wieder gegangen. Also ich habe richtig... Oder zu zahlen. Vor wenig Angst, aber... Aber die waren, also die, also ich glaube, wenn ich jetzt Allmann technisch runterjagen wäre, dann hätte ich gefragt, wie sind sie hier reingekommen, haben sie ein Haus zu suchen? Wahrscheinlich, dann wäre es auf jeden Fall eskaliert, die mich getötet. Ja. Aber so? Nee, dann ist doch gut. Aber ich habe denen, glaube ich, null Angst gemacht, weil die mich wirklich angeguckt haben, wie, pff, was willst du denn, Diggi? Rauch aber dann deine waren Zigarette. Das doch richtig so. Das waren Kammschweine. Nee, das waren einfach zahme Schweine. Das Traurige ist, die haben die erschossen. Nee, jetzt hör mal auf. Nee, wirklich nee, jetzt. Nee, jetzt hör auf. Nee, weil, nee, ist jetzt kein jetzt Scherz. Nee, ich, das will ich nicht hören. Ist keine billige auf, Pointe. Ich will's nicht hören. In der Nähe ist eine Schule, deswegen. Okay, also, aber das war ein glatter Durchschuss, die haben alle überlebt. So, okay. Weiter geht's. Ist wirklich so. Ich möchte das nicht. Keine fiesen Schweinegeschichten. Das ist aber auch hart hier. Warum stellt ihr denn so einen Teller hier hin? Ja, du bist die Erste, die das aber auch isst, Alet. Was? Guck mal, die Ahoi-Bonbons hast du jetzt schon genommen. Das stimmt doch nicht. Ist das eigentlich, wechselt ihr das auch aus oder ist das von Tag 1 hier immer das Gleiche? Das ist alles Frischkrömer. Warum isst das keiner? Keine Ahnung. Das ist vielleicht, fantastisch. Man isst ja nicht im Podcast. Da gibt es ja Leute, die drehen durch. Gibt doch bestimmt ein paar Leute, die das ASMR jetzt geil finden, oder nicht? Klar, wollte ich gerade sagen. Es gibt die Leute, die haben da einen Fetisch. Ja. AMSR heißt es, ne? ASMR, ja. Was habe ich gesagt? Mhm. YMCA. Genau. Das ist dieser, wo man so einen Fetisch hat, MFG. Wo man Sachen beim, wo Leute essen. HDGDL. Oh, ich dachte kurz, das wären die Gummibären. Nein, das ist doch die Flöten, der Flötenlutscher. Melody Pops, nee. Melody Pops. Das würde ich auch gerne mal machen. In so einer Süßigkeitenfabrik mir so Namen ausdenken. Melody Pops! Lutscher Helmut. Lutscher Helmut. Was haben wir denn jetzt? Wo sind wir? Was, wie sind wir denn jetzt abgebogen? Wildschweine, Moos. Abgebogen. Moos! So, wir schneiden das da wieder ran. Moos kann man nehmen aus dem Wald und dann in Häcksler machen. Mhm. Also klein hacken, richtig klein. Und dann kannst du damit Sachen bestreuen. Zum Beispiel eine Rückwand im Terrarium. Und was macht man, was Pampe, hat man dann davon? Na, da hast du eine Mooswand. Hä? Es gibt Intendantinnen, ich möchte jetzt nicht den RBB hier nennen, die haben dafür 7.800 Euro bezahlt. So eine Wand. Hast du nicht gesehen? Das ist denn so ein Bild. Da kannst du dann so 2x3 Meter dir ein Bild kaufen, kostet 100.000 Euro und da ist dann Moos drauf. Und das kriegst du halt, das kannst du dir für 2,50 Euro aus dem Wald zaubern. Und dann, wo zerhäckselst du das? Wie zerhäckselst du das? Im Mixer. Ja, genau. Und dann schmeißt du es an eine Glaswand. Nee, dann trocknest du das erstmal. Und aber das heißt, du trocknest das, dann legst du es auf die Glasscheibe, klebst es fest. Ja, du streust es dir so rüber. Das ist dann wie Samen. Weil das vermehrt sich. Moos ist ja so auf wie Glas. Algen. Naja, du musst dann da schon so Erde drauf machen. Mhm. Erde rauf und dann Mooswand. Ja, so herrlich. Wolltest du das nicht gucken, als du das geguckt hast? Ich habe das nicht gesehen mit dem Bestreuen von den Wänden. Was war denn deine Moos-Doku? Einfach über die Entstehung von Moos und was das so für unsere Gesellschaft bedeutet. Ist ja langweilig, wie das da entsteht, nee, was man damit komm, macht. Nee, guck mal, ich habe den Funfact direkt schon geliefert mit dem Meer. Ja, wie sind wir darauf gekommen, dass Fernsehen langweilig ist? Mhm. Was guckst nee, du denn? Nee, ach so, dass man umschaltet. Aber guckst du Serien? Ja, ich gucke gerade, freue mich, ich habe nochmal von vorne angefangen, This Is Us. Ah. Und weinst du dann auch ganz viel? Ey, abs, wollte ich gerade sagen. Das ist ja eine Serie, du weinst
vor Glück, dann bist du traurig, dann denkst du so, oh ja, so wäre es schön, wenn es immer so wäre. Dann denkst du wieder, boah, was ist das für ein toller Papa, was ist das für eine tolle Mama, was sind das für tolle Kinder? Und dann weinst du wieder. Mhm. Das ist also. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht geschafft. Nee, aber weil ich sozusagen also so ultra-emo ja bin. Tragische Geschichten dann. Ich bin jetzt gerade bei Staffel 2, Folge 6 oder so, da geht ja richtig, wird richtig unangenehm. Die Luzi, ja. Ich habe 2 Folgen geguckt. Ich habe so viel geweint. Ja. Du hörst doch nicht mehr auf. Du weinst durchgehend bei dieser Serie. Das ist mir sozusagen körperlich und psychisch danach einfach, ich war leer. Nee, das ist nicht gut. Bei mir ist, ich weine dann, aber ich bin so glücklich, dass ich denke, oh, ist das schön. Also du weinst und sagst, boah, ist das schön. Nee, ich bin nach diesen 2 Folgen war ich leer. Einfach, ich konnte nicht mehr. Ja. Ich war am Ende, ich musste schlafen gehen und habe es am nächsten Tag noch gemerkt, wie sehr mich das leer gesogen hat. Deswegen habe ich gesagt, Schluss, hier, stopp. Nee, ich hab, bei mir ist ja, ich weine, ich stehe öffentlich dazu, dass wenn was traurig ist oder wunderschön, dann weine ich halt. Aber in der Schlagzeit, wo ich da weine, denke ich manchmal auch, sag mal, du weinst ja schon wieder. Ja. Weißt du? Mhm. Also so oft hintereinander habe ich noch nie geweint. Aber ich habe zum Beispiel. Ich weine jetzt auch gleich. Merkst du, ich kriege schon glasige Augen. Ja. Wenn ich einfach an diesen tollen Papa denke. Mhm. Ich habe gerade aus Versehen deine Stimme ganz laut gemacht. Ja? Mache ich auch gerne, weil ich mich gerne höre. Vom Einschlafen höre ich noch mal CDs von mir selber an. Ich habe das Radler hier stehen, weil ich dachte, das ist irgendwie geil, weil es so sommerlich ist. Aber es ist mir irgendwie gerade nichts. Ich mag gar nicht. Ich mag es gar nicht trinken. Nee, du musst es austrinken. Das ist die Pflicht an diesem Podcast. Das ist das Einzige, was... Nee, ich trinke meinen Kaffee aus. Ist aber auch eine Mischung. Willst du noch ein Stück Torte haben? So püriert? Aber Torte zum Kaffee? Ist doch herrlich. Ich liebe Torte. Kannst du backen? Sehr gut. Ich auch. Wirklich? Ey, ich bin Backmeister. Wie heißt das? Konditor. Sag mal ehrlich, wirklich jetzt? Ja. Was backst du am liebsten? Am liebsten mache ich so eine Sahnetorte, wo du du machst erst den Boden und dann schneidest du den vertikal durch in der Mitte und das ist dann quasi auch der Deckel. Ja. Und dazwischen ist dann so Sahnezeugs drin. Mhm. Auf Sahne, Zitrone und so Basis. Dann schön mit Puderzucker obendrauf. Diese ganzen Cheesecake-Geschichten natürlich, American Cheesecake. Klar. Das Schlechteste, was das ist bestimmt, magst du bestimmt, war Matcha. Kommt drauf an. Matcha, ich habe mal eine Matcha-Torte gemacht. Ich habe extra Matcha mir besorgt, weil das gibt es bei uns nicht im Supermarkt. Nee, und dann, das war der größte Reinfall meines Lebens. Weil das ist eigentlich das Geile beim Kuchenbacken, du kannst nichts falsch machen, weil zum Schluss ist alles süß. Das stimmt nicht. Doch. Nee. Also süß und sahnig. Nein, nee. Also beim Backen geht so viel falsch. Nein. Obwohl, stimmt. Das stimmt überhaupt. Also, sorry, aber nein. Schnitt, schneiden wir raus. Den mag ich mich ja selber nicht. Nee, Backen ist eine richtige Kunst. Das ist schon eine Kunst für sich. Ja. War das deine Lieblingstorte? Ich bin richtig gut in so den Klassikern. Ich bin so gut in Marmorkuchen und so ein normaler Gugelhupf oder auch. Aber Moment, Marmorkuchen jetzt mit Schokoglasur rüber oder einfach nur Puderzucker? Ich finde ja Schokoglasur auf jeden Fall. Vollmilch oder Zartbitter? Zartbitter. Gibt's auch in vegan. Mach ruhig Vollmilch. Nee, nein. Richtig, doch. Nee. Schön dick rauf. Nee. Oh, best. Nee, bei mir ist es eine Zartbitter. Und dann kann ich auch gut so Gugelhupf-mäßig so. Ja, auch gut. Und Papageienkuchen mag ich in der Gugelhupf-Form. Eierlikörkuchen im Gugelhupf, toll. Eierlikör, was? Eierlikörkuchen. Mhm. Toll. Toll. Der hörte sich gerade an wie toll. Alfred Biolek. Ist ja toll. Ist toll. Ja doll. Nee, das ist mal doll. Das ist ja toll. Ist ja doll. Ist ja toll. Es schmeckt ja toll, Herr Berger. Was gibt's noch? Ist natürlich ohne Alkohol, weil der Alkohol geht ja sozusagen. Milchreistorte, kennst du die? Nee, jetzt hör mal. Ey, das ist Milchreis. Was soll das denn? Also bitte. Was war dein Reizthema gerade? Ich glaube, ich schieße dir gleich noch mal ein Wildschwein tot. Milchreistorte, beste. Das ist ja, die Konsistenz ist ja. Ist ja. Oh. Frau Landrut übergibt sich jetzt erstmal. So, wir lassen es aber alles mit drin. So ein Schauer über den Rücken. Soll ich nochmal mein, wie heißt das hier, Patchouli-Stückchen anmachen? Ja, bitte. Wie heißt das nochmal? Mann, komm, Palo Santo. Ich habe den Stab nochmal angezündet. Der Stab. Milchreistorte ist doch von der Konsistenz. Ich möchte, dass wir sofort aufhören. Ja, aber nur eine Sache noch. Du hast doch da diese Gelee. Wie heißt das? Wie heißt denn das, was das?
was die Konsistenz denn zusammenklebt. Gelee. Gelatine. Gelatine drin. Verstehst du? Ja, aber dann magst du auch Wackelpudding zum Beispiel. Oh, natürlich. Magst du nicht? Nee. Aber am besten noch mit Vanillesoße rüber. Mich schüttelt's richtig. Schüttelt's ja, ich merke schon, wir hören jetzt mal auf. Ja, okay. Ja, dann tschüss, oder? Wie? Beenden jetzt die Gäste schon den Podcast? Ich weiß nicht, ist es jetzt vorbei? Ja. Is it over yet? War es das jetzt? Gehen wir so raus? Ja, das war's schon. Ja, dann tschüss. Bist du jetzt, hat sich das trotzdem gelohnt, dass du 2,5 Stunden in der Maske warst? Absolut. Absolut, wa? Ich mach gleich noch ein Foto und poste du kannst, das. Ja, ist ja noch hell draußen, du kannst ja jetzt noch rausgehen. Ja, ich mach gleich noch die City unsicher. Oder noch eine Insta-Story aufnehmen. So genau. Sehe ich aus, wenn ich mich nicht schminke. Ja, einfach natural. Alles ganz einfach, genau. Casual. Lena okay. Meyer Landrut, ja, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ja, wirklich? Ja, doch, war doch nett, oder nicht? Ja, es war super. Also der schönste Tag in meinem Leben heute. Du bist der beste Gast, die beste Gästin gewesen. Dafür, dass wir uns jetzt so gar nicht kennen. Ich werde jetzt aufhören. Ich werde danach jetzt sagen, nee, das war die Wiesn. Podcast ist beendet. Ja. Ich gehe nicht mehr auf Tour, ich mache keinen Podcast mehr. Ich bin auf Rente. Kriegst keine Rente, Privatier. Ne? So, aber bei uns geht es natürlich jetzt gleich noch weiter mit Feelings Deluxe bei Exclusive. Also bei uns geht es gleich noch weiter. Ich habe nur einen Satz, den ich ablesen muss und ich schaffe es nicht. Gleich geht es noch weiter, Leute, mit Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Macht's gut, Nachbarn. Dankeschön. Du hast mich gerettet. War doch nett. War schön. Ja, oder? Ja. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.